60 Jahre Bundesrepublik ist auch ein bisschen 60 Jahre Manfred Schmid GmbH und Co. KG. Denn 1949 fing auch für ihn alles an. Schmid begann eine Lehre als Stuckateur. Mit 18 machte er sich selbstständig. Die Aufbauzeit der Bundesrepublik, die war eben nach dem Krieg schwierig. Man hatte kein Material, man hatte wenig Aufträge. Trotzdem, dass alles niedergekämpft war, aber die Finanzierung war eine große Schwierigkeit und somit musste man viel leisten. 40 Kilogramm schwere Säcke verputzt musste der junge Manfred Schmid die Gerüste hochschleppen. Harte Arbeit, aber gut bezahlt. Sein Sohn Martin bewundert die Leistung seines Vaters. Ganze Städte mussten wieder aufgebaut und verputzt werden. In ihrer Heimatstadt Esslingen packte die Firma Schmid da mit an. Es ging steil bergauf. Doch in den 70er Jahren stand plötzlich für kurze Zeit alles still. Ölkrise. Also da haben wir auch schon gedacht, wo geht's weiter? Was passiert denn, wenn jetzt tatsächlich kein Öl mehr da wäre? Und wo dann das Fahrverbot war, Sonntagsfahrverbot. Als junge Leute haben wir schon gedacht, was passiert da oder was könnte passieren? Das war also schon ein bisschen prägend von der Sache her. Doch es ging alles gut. Schmid machte seine Lehre, stieg in den Betrieb des Vaters ein. Der wuchs weiter. Heute hat er fast 90 Mitarbeiter. Auch Schmids Ehefrau Martina. Sie ist die gute Seele im Geschäft und kocht dort jeden Tag Mittagessen. Die Schmids setzen auf Familie. Und deshalb war für Martina Schmid der Fall der Mauer der bewegendste Moment in 60 Jahren Bundesrepublik. Ich habe Familie drüben, beziehungsweise meine Mama hat Familie drüben. Sie kommt aus Schlesien, aus Görlitz. Und das ist sowieso emotionaler, wenn sie jemanden haben. Und vor allem, wenn dann plötzlich die Nachricht kommt, die Mauer ist offen und jeder sagt, klar. Und dann plötzlich Anrufe kommen und sie machen den Fernseher an und hallo, das ist Wahnsinn. Das war beeindruckend. Geschichte spielt am Mittagstisch der Schmids eine Rolle, meistens geht es aber ums Geschäft. Der jüngste Spross Markus hat die Lehre abgeschlossen. Sein Berufsstart sieht aber ganz anders aus als der von Opa Manfred. Man hat ja heutzutage freie Wahl, was machen will. Ich habe mich dazu entschieden, wieder ins Geschäft zu kommen. Ich hätte aber jederzeit auch was anderes machen können. Also wir sind da keine Steine in den Weg gelegt worden. Im Gegenteil. Der 21-Jährige macht gerade Abitur. Danach will er Betriebswirtschaft studieren. In der Zeit, die bleibt, ist er für die dicksten Maschinen der Firma verantwortlich. Diese hier kann eine Arbeitsbühne 45 Meter hoch in die Luft steigen lassen. Glänzende Aussichten für den Junior einerseits. Doch Markus Schmid findet die Perspektive seiner Generation nicht ganz so einfach, wie es scheint. Man macht weiter, was andere Leute aufgebaut haben. Klar, man steht unter einem gewissen Druck, dieses Geschäft auch so weiterzuführen, wie es mal ursprünglich gemacht worden ist. Deswegen würde ich sagen, der Druck ist teilweise gleich, wie wenn man es aufbaut, also wie man es auch weiterführen soll, wie es der Vater bzw. der Großvater von einem erwartet. Seit den Anfängen der Bundesrepublik hat sich das Handwerk sehr verändert. Martin Schmid muss seine Mitarbeiter und seinen Betrieb heute durch eine globale Finanzkrise lenken. Doch insgesamt, meinen die Schmids, seien sie gut aufgestellt für die nächsten 60 Jahre Bundesrepublik.